herzlich willkommen zurück und Entschuldigung für die letzten zwei Folgen. Ich hab vergessen, dass ich den Sound nochmal runtersetzen musste. Und deswegen habe ich hier mit Sound von 100% gespielt. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen laut war, beziehungsweise man mich nicht hörte. Gut, euch zu treffen. Mein Name ist Pike und ich heiße euch in meinem bescheidenen Heim willkommen. Bitte macht es euch bequem. Okay. Da ihr nun hier seid, habe ich mich gefragt, meint ihr, ihr könntet mir helfen? Ich stecke da in einer kleinen Krise. Die Krise? Nun, es ist etwas peinlich, also vergebt mir. Ich war ein Ritter des Dornenordens aus Cyrodiil. Sobald ich hörte, dass die Tore zu den Shivering Isles geöffnet wurden, wusste ich, dass hinter ihnen Gefahr lauerte. Ich reiste hierher und begann, diesen seltsamen Ort zu erforschen. Als ich Moderwald passierte, wurde ich überfallen. Ein paar heimtückische Grummets stahlen meinen wertvollsten Besitz. Mein Medaillon, das meine Zugehörigkeit zu den Rittern kennzeichnete. Ihr seid kein Ritter mehr? Ja, ich gebe zu, dass ich kein Interesse mehr daran habe, ein Ritter des Dornenordens zu sein. Ich habe hier, fern vom Chaos Cyrodiils, eine neue Art tröstlichen Friedens gefunden. Doch was das Wichtigste ist, ich habe die Frau meiner Träume gefunden. Wenn ich Zova verlassen müsste, wäre ich sicher der einsamste Mann der Welt. Ihr seht also, was ich mir wünsche, ist hier an diesem wundervollen Ort. Wofür braucht ihr dann euer Medaillon? Obwohl ich nicht vorhabe, jemals wieder ein Ritter zu sein, repräsentiert dieses Medaillon einen wichtigen Teil meiner Vergangenheit. Es ist der einzige Teil meiner Geschichte, der bestätigt, wer ich bin. Wie auch immer, genug von meinem Geschwätz. Also, helft ihr mir bitte, meinen Medaillon zurückzubekommen? Ja, warum nicht? Fantastisch! Ich werde Moderwald auf eurer Karte einzeichnen. Viel Glück, Freund! Okay, Ritter des Dornenordens. Ja, wir operieren von Chardinal aus. Unser Anführer, Farvil Indaris, ist der Sohn des Grafen von Chardinal, Andel Indaris. Wie Farvil so gerne sagt, wir schlagen so schnell und treffsicher zu wie der Blitz. Er neigt etwas zu Übertreibungen, doch er meint es gut. Wenn ihr jemals nach Chardinal kommt, schaut auf jeden Fall bei uns vorbei. Wir haben eine Hütte direkt vor den Stadttoren. Wir sind selber Ritter des Dornenordens. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachrichten. So etwas brauche ich im Moment. Okay, reden wir mit den anderen. Seid vorsichtig, mein Freund. Die Frau? Wenn ihr Pike helfen könntet, würde ihn das sicher sehr glücklich machen. Ich habe ihn recht lieb gewonnen und kann es nicht ertragen, ihn so zu sehen. Ich versuche immer noch, den Mut zu finden, sein Porträt zu malen. Doch ich würde es lieber tun, wenn er wieder so glücklich wie zuvor ist. Okay. Wiedersehen. Aber hier ist noch ein Agonia. Wer ich bin? Wie wär's mit einem Versager, einem Betrüger, einem absoluten Scharlatan? Ich bin ein wertloser Dichter, ein Sklave meiner eigenen Dummheit und werde euch höchstwahrscheinlich die Laune verderben. Warum sollte ich auch... Versucht nie im Wasser gegen einen Grammit zu kämpfen oder im Regen. Nässe scheinen sie zu mögen. Okay, das Einzige, was ich mir da jetzt darunter vorstellen könnte, dass die sich dann dadurch heilen. Aber keine Ahnung, haben wir ein bisschen. Es wäre jetzt schön, wenn die dann noch irgendwie so einen extra Schockbonus bekommen würden, wenn wir die mit dem Blitz treffen. Da liegt ja einer rum. Die. Tot. Also, das ist wirklich Grummet? Der ist groß. Muskulös. Magie wirkend. Die anderen sind nur fettbäuchige irgendetwas. Blub, blub, blub. Ich hätte mir den Unterwasser-Mod noch runterladen müssen. Wobei, dann ist ja einfach nur ganz klar. Und so geht es ja eigentlich auch wiederum. Wobei, ich denke, hier hilft der bessere Licht-Mod. Da, es war schon irgendwie klarer als sonst. Das würde ich jetzt behaupten. So, gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Und dann nehme ich noch einen Schluck Eistee. So. So, wir müssen da sein. So, wir sehen ja schon die Festung. Zillarne. Gehen wir durch die Tore und schauen, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt. Goldene Heilige und dunkle Verführer. Ich bin an den Ruinen von Cilane angekommen. Ich muss den Befehlshaber der Goldenen Heiligen und dunklen Verführern sprechen, um herauszufinden, wie ich die Flamme Agnes entflammen kann.
So, reden wir erstmal mit dir. Der Altar der Verzückung. Was ist euer Anliegen? Solaren ist heiliger Boden und nicht für Sterbliche geschaffen. Ich bin von Shogorod unterwegs. Dann könnt ihr den Schrein der Flamme Agnons betreten. Dieser Schlüssel gibt euch Zugang zu allen Türen in Zylaren. Ich muss die Flamme Agnons entzünden. Die Flamme wird von den beiden Altären des Schreins entzündet. Sobald die Aureale aus Zylaren vertrieben sind, wird es uns ein Vergnügen sein, die Flamme für Shirogora zu entzünden. Die Kragetrick Ulfri wird alles erklären. Ihr solltet umgehend mit ihr sprechen. Okay, wir müssen aber auch... Okay, wir sollen nur mit ihr sprechen. Okay, kann ich auch mitleben. Weniger zu tun. Tür geöffnet mit dem Schlüssel. Die haben sich selbst da eingeschlossen. Reicht die Torwache nicht? Okay, hier gibt es ja Torwache eine ganz andere Bedeutung. Riesengroß, mit zwei Waffenarmen am Kämpfen. Wobei, es war nur einer, oder? Ach, keine Ahnung. Was habt ihr hier zu suchen? Ich muss mit Ulfri sprechen. Ah, ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Aureale können jeden Augenblick angreifen. Nein, ich will mit Ulfri direkt reden und von ihr alles hören und nicht erstmal bei dir alles abklappern, weil wir es ansonsten wahrscheinlich so oft hören werden. Ich weiß nicht. Hier sollte ja eigentlich das Licht gut am Leuchten sein, aber keine Ahnung. Bald hinweg, Sterblicher! Sonst findet ihr euch bald zwischen den Matzken und ihrer Beute wieder. Und das ist ein höchst gefährlicher Ort. Ich könnte euch alle töten. Eure Beute? Wir bereiten uns darauf vor, die arroganten Aureale ein für alle Mal auszulöschen. Sobald sie sich an unseren Verteidigungen aufreiben, gehört Zylaren uns. Ein Geschenk an unseren Fürsten Sheogorath. Ich muss die Flamme Agnons anzünden. Dann seid ihr gerade rechtzeitig gekommen, um uns bei der Verteidigung des Altars der Verzweiflung zu helfen. Sobald die Gewalt der Aureale gebrochen ist, wird es mir eine Ehre sein, die Flamme zu entzünden, wie es mein Fürst Sheogorath befiehlt. Warum nicht einfach zusammen anzünden? Unsere Rivalen, die sogenannten goldenen Heiligen. Eines Tages wird Shirogorath endlich ihre dickköpfige Dummheit erkennen und sie aus dem Reich verstoßen. Okay, Flamme Agnons. Die beiden Altäre, gesegnete Verzweiflung und heilige Verzückung, nähren die große Flamme Agnons über uns. Nur Shirogoraths unsterbliche Diener können die Altäre entzünden. Und ich bin meinem Fürsten zu Diensten. Doch ich halte nur Verzweiflung. Im Augenblick. Die Aureale halten Verzückung und sammeln sich, um uns anzugreifen. Aber keine Angst, sie sind uns nicht gewachsen. Ich hab keine Sobald Angst. Ihre Haupttruppe mit eurer Hilfe vernichtet ist, können wir den wenigen Überlebenden mühelos Verzückung abnehmen. Dann will ich gern die Flamme für euch entzünden. Okay, nochmal Flamme. Nur die Unsterblichen. Ja, sobald die auch. Ja. Matzken. Ihr kennt uns als dunkle Verführer. Ein Name, der uns von unseren Feinden gegeben wurde. Doch in unserer eigenen Sprache sind wir die Matzken. Die einzigen wahrlich treuen Diener Sheogoraths. Und warum seid ihr alle Weiber? Wir rechnen jeden Augenblick mit einem Angriff der Aureale. Sie werden den Hauptgang vom Altar der Verzückung aus hinunterkommen. Das tun sie immer. Sie sind übertrieben selbstbewusst, wie üblich. Wir haben zahlreiche Fallen und Hinterhalte vorbereitet. Das wird ein glorreiches Massaker. Sobald die Aureale vernichtet sind, werde ich die Flamme Agnons für euch entzünden. Wollt ihr uns helfen, den Altar der Verzweiflung zu verteidigen? Ah, ja. Schmeckt die dunkle Verführer sowieso ein bisschen mehr. Dies wird ein glorreicher Tag. Zylaren wird endlich von den Aurealen befreit. Folgt mir. Wir rechnen jeden Moment mit dem Angriff. So, erstmal bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel. Oh Gott, bist du... Ja, danke, dass du den Helm aufgesetzt hast. Wo rennen die alle hin? Ich sehe nichts. Können wir hier warten oder vorbrechen? Shit.
Oh Gott, das kann ja lange dauern. Preschen wir vor. Aber diesen Weg in. Okay, wir springen doch von der Brücke. Halt, Yasmin, kommt Banos. Der Feind ist hier. Scheiße. Oh Gott, mit SPT doch ein bisschen. Ich bin natürlich hier in eine unmögliche Situation reingesprungen. Das ist nun gegen Magie. Oh, das wollte ich nicht. Ich glaube, Scheiß. Dass die alle auf mich fixiert sind. Oh Gott. Könnt ihr auch kämpfen? Los, guck doch mal was. Ich nur Zauber sprechen. Warum hab ich Akku? Ist das ein Tank? Wir sollten Heiltrank dringend trinken. Das macht immer auch Spaß. Oh, das hat okay, vielleicht schauen wir direkt mal einen stärkeren rein. Das war durch. Auch wenn ihr schon nicht Kommandanten der Goldenen Heiligen ist tot. Ich sollte den restlichen Goldenen Heiligen in Zyladen erledigen, um den Siegel noch zu erlangen. Okay, gerne das Langschwert. Boah. Die Pfeile sind viel wert. Das ist schwere Rüstung. Wie viel macht unser Schild eigentlich? 10? 17. Wir nehmen es jetzt mal mit. Und brauchen wir jetzt den Zauber? Ah, gut. Was versteht der Penner nicht unter 20 Minuten? So, dann schauen wir jetzt um, du Bastard. Dafür, was du mir angetan hast. Okay, das ist nichts Besonderes mehr. Für den wahren Gott. Oh Gott, ein männlicher ist unser. Für Shiogorath. Ein männlicher. Für den das ist ekelhaft irgendwie. Brellach ist unten. So, danke. Das hier nehmen wir mal ab. Johann Heiligen zu lang sind völlig vernichtet worden. Ich sollte mit Ulfri über die Entfachung des der Flammen sprechen, der ihre Truppen jetzt bei der Altäre unter Kontrolle haben. So, so. Schon mal gut. Ich muss gerade voll damit aufs Klo. Okay, doppelter Verführer, 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 Verführer. Männliche Goldener. Goldener Heiliger. Oh Gott, das war so ekelhaft. Auf eine Art und Weise, die ich nicht tiefer ergründen möchte. So, hier wird gebeten. Wofür? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Shiogorath. Der Sieg ist unser. Ich habe bereits meine Untergebenen angewiesen, den Altar der Verzückung zu entzünden. Es ist mir eine Ehre, mich auf Fürst Shiogoraths Befehl auf dem Altar der Verzweiflung zu opfern. Was? Euch opfern? Was? Und warum sprichst du das so freudig aus? Die Altäre, welche die Flamme Agnons nähren, können nur durch den freiwilligen Tod eines Unsterblichen entzündet werden. Ich habe auf diesen Augenblick gehofft, seit ich das Kommando über die Matzken in Zylan übernommen habe. Ich gebe meine Seele zurück in die Umarmung der dunklen Wasser von Oblivion. Lebt wohl. Bye. Das will ich aber sehen. Hakiri.
Naja. Dunkler Streitkolben. Ohne Icon. Okay. Ulfri opferte sich auf dem Altar der Verzweiflung, um die Flamme Agnus zu entfachen. Jetzt kann ich die Flammen aus dem Hof holen und nach Neu-Shio zurückbringen, wie es Sheogorath befohlen hat. Stimmt, ich muss noch was abholen, wa? Flamme. Also das Symbol der Verführer. Wie kommen wir hier raus? Das ist jetzt eine große Quizfrage. Hier sieht alles so ein bisschen gleich aus. Ich glaube, es war hier lang. Und hier so drüber hüpfen. Dann um die Ecke. Und dann mit dem roten Pfeil hinterher. Ist das der Ausgang? Kann es sein? Ich hoffe es mal. Oh Gott, wie groß sind die Gänge? Wir sollten hier unser Federzauber ein bisschen neu aufpolieren. Oh Gott, wann sind wir da? Warum hat das kein Symbol? Danke. Aber die Pfeile sind echt viel wert. Wobei, jetzt wo wir die Federzauber haben, könnten wir eigentlich noch mehr mitnehmen. Wenn ihr versteht, was ich meine. okay, wo bin ich hier? Wie kann ich euch die? Ich will ja nichts sagen. Ich trat in die Flamme Agnus und brenne nun mit heiligem Feuer. Ich sollte nach Neu-Shio zurückgehen und die große Fackel. I'm on fire! Wie kann ich euch dienen? Wie wär's, wenn du mich schlecht? Ich bin am Brennen, wenn du es nicht siehst. Hier. Hat es irgendwie eigentlich einen magischen Effekt? Nö. Nur Flamme von Agnus. So, dann entzünden wir doch direkt mal dieses kleine Fackelchen. Schaut mich an, ich bin eine lebendige Fackel. I'm on fire. Fasst euch kurz. Ich brenne. Geht jetzt. Das ist wirklich keinem interessiert, dass ich... Ach, Mann. Ha, du hast eine Fackel. Sprecht, brauch keine mehr. Ja, ist doch gut. Das sieht geil aus. Ja, Deals Haus. Wir müssen nämlich hier rein. Sakellum, irgendetwas, Aurealum, Bimbum. Ihr habt sie hergebracht. Die heilige Flamme Agnons, das Feuer der Inspiration und Verzückung. Wenn ihr die große Fackel auf der Mania-Seite der Kapelle entzündet, werdet ihr für die Bewohner von Bliss zum Helden, ganz bestimmt. Ich tendiere aber eher zu Dementia. Na. Denkt nicht darüber nach. Träumt davon. Lasst eure Gedanken auf den Schwingen der Fantasie dahingleiten. Ich weiß, dass ihr am Ende die rechte Entscheidung treffen werdet. Ist es nicht sowieso für Neu-Shio, für... Ihr wisst schon. Ah, ihr brennt mit dem reinigenden Feuer Agnons, der Flamme der Wahrheit, dem flackernden Hoffnungsstrahl im Dunkel des Verzagens. Ja, genau. Kommt, entzündet die große Fackel für Dementia, erleuchtet die Verschwörungen, vertieft die Schatten. Die Menschen von Tigeln warten auf ihren Helden. Nicht nur, dass ich das hier besser fand und, wie gesagt, ich mag die dunkle Ihr seid ein Musterbeispiel der Demenz, wie ich schon immer vermutet habe. Überlasst euch euren geheimen Ängsten und Begierden. Lasst sie euch beherrschen. Am Ende tun sie es ja doch. Und nun entzündet die große Fackel als ein Fanal für die, die sich fürchten, und jene, die Furcht erregen. Bin ich hier richtig? Nein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie funktioniert das, wenn wir hier reinstellen? Ich sollte Sheogorath melden, dass ich die große Fackel entzündet habe. Okay. Die große Fackel flackert mit dem Licht von Dementia. Ganz Tigeln wird heute Nacht feiern. Hier, nehmt das, eure verdiente Belohnung. Schnell jetzt. Es ist besser, wenn keiner weiß, dass ihr das tragt. Gewand der Intrige. Was sagt der? Ich bin von eurer Wahl enttäuscht. Warum ihr es bevorzugt, den fauligen Wahnsinn von Dementia zu ehren, ist mir unbegreiflich. Okay. Geht den Weg der Demut und werdet erleuchtet. Oh, du.
Okay. Na, wenn das kein guter Anfang ist. Das ist wichtig. Für mich. Wirklich. Eure Arbeit wird mir viel Zeit sparen. Euch Zeit ersparen? Der graue Marsch ist unterwegs und das Ordnen beginnt. Armeen der Ordnung durchziehen mein Reich. Tod, Vernichtung. Danach muss ich alles aus Trümmern wieder aufbauen. Und es sind immer viele Trümmer. Ich mag es nicht, mein Reich in jeder Ära neu aufzubauen. Manchmal vergesse ich, wo die Teile hingehören. Neu-Sheor zum Beispiel. Ich kann mir nie merken, wo es hin soll. Ihr werdet das ändern. Durchbrecht den Kreislauf. Stoppt Jygalak. Und ich kann in mein Reich zurückkehren. Das habe ich so noch nie versucht. Ich kann den grauen Marsch stoppen. Warum nicht? Etwas muss doch funktionieren. Einmal grub ich ein Loch und füllte es mit Wolken. Oder waren es Clowns? Egal. Es hat ihn nicht aufgehalten. Ganz ehrlich, es war nicht die beste Idee. Es begann ziemlich zu müffeln. Es müssen doch Clowns gewesen sein. Wolken stinken nicht. Sie schmecken nach Butter und Tränen. Aber dies ist alles neu. Eine neue Idee. Daran hatte ich nicht gedacht, bis ich dran dachte. Es funktioniert sicher. Obwohl es auch schief gehen kann. Du bist ein reines Paradoxon. Jetzt? Ihr werdet den Respekt meiner Bürger brauchen. Sie brauchen einen Anführer. Jemanden, zu dem sie aufsehen können, wenn ich nicht mehr bin. Sie sind das Rückgrat eines jeden starken Landes. Außer dort, wo das Rückgrat tatsächlich eine Wirbelsäule ist. Jemals im Reich von Malakat gewesen? Schlimme Zustände. Aber zurück zum aktuellen Geschehen. Ihr müsst einen der Höfe des Wahnsinns kontrollieren. Einen regierenden Herzog verdrängen oder eine Herzogin, je nachdem. Das wird Respekt einflößen. Die Bürger werden sich um euch scharen. Ihre Zuneigung und Bewunderung werden mit euch sein. Und ihre Klagen. Egal, solange sie auf unserer Seite sind. Werden die Herzöge nicht verärgert sein? Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Naja. Ja. Sicher. Es ist ein wenig peinlich für sie. Ach. Aber manchmal geht etwas zu Bruch. Auch ein paar Schädel. Es gibt jedoch Regeln. Selbst auf den Inseln. Rituale und Regeln. Die müsst ihr befolgen. Sprecht mit Arctus und Dervenin. Den Hohepriestern im Sakellum Ardensul. Sie können erklären, was zu tun ist. Und ihr habt immer noch Haskell, den ihr um Hilfe bitten könnt. Treu wie ein guter Hund, unser Haskell. Und im Anzug, da macht er was her. Okay, damit... Ciao, kommt bald wieder. Beenden wir mal einfach mal sonst die Folge. Sonst reiße ich euch die Augen raus. Genau, bevor uns die Augen rausreißt. Bis dann. Sollte.